Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 Let's Play Edition von Shadowlord. Ja, beim letzten Mal haben wir ja mit JC und Beatrix die Burgstadt Alexandria verteidigt. Und ja Leute, nun sehen wir, was Garnet Suna in der Zwischenzeit macht. Und ja, ich konnte letzten Part nicht meine Verabschiedungssequenz einleiten, weil ich doch vergessen habe, dass es dann direkt so hier weitergeht. Na egal. So, was passiert nun bei Suna? Ich höre Musik. Von wo kommt die nur? Etwa von oben? Ja, Leute, das ist für uns das Zeichen, wir müssen nach oben. Und es ist auch sehr subtil gesagt, dass wir da hingehen sollen, weil bestes Beispiel zum Beispiel... Bling! Unsichtbare Lichtwand, wir kommen da nicht weiter. Wir müssen jetzt wirklich konsequent nach oben gehen. Ganz easy gesagt. Ganz easy gemacht eigentlich. Ist also interessant, dass dann immer so diese Lichtwand kommt hier. Und man, ich wünschte, ich könnte die Musik jetzt hier hören. Ich weiß, ich möchte mich nicht beklagen, darüber klagen, dass ich hier taub spiele, aber naja, kann man nichts machen. So Leute, jetzt befinden wir uns ja eigentlich hier an der höchsten Stelle. Von wegen, wir müssen den Turm hier oben hoch. Vorher konnte man da nicht wirklich hin. Und jetzt Leute, das ist interessant. Peace. Tja, der Rückweg wird uns ja auch versperrt. Anscheinend möchte unbedingt irgendetwas, dass wir zu ihm kommen. Aber was kann es nur sein, Leute? Tja, es soll ich jetzt mal so sagen. Es ist gigantisch. Erstmal wieder eine sehr interessante Szene. Der Kristall... Was zur Hölle? Der Kristall Alexandrias. Da fährt irgendwie was Steinernes hoch. Eine Plattform. Und das komische Leuchten. Was geschieht hier? Es ist schwer zu beschreiben. Es ist besser so, ich werde es nicht weiter erläutern. Vor allem, weil es ja sowieso mal passiert. Also ein Ding, weil sowieso in diesen Pfad noch aufgelöst wird. Ich sag nur so viel, Leute. Es ist wirklich gigantonomisch. Und weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen. Und dann sind wir ganz vorne, wo wir gerufen wurden. Wo bin ich hier? Irgendwo halt, in Alexandria. Woher kommt diese Musik? In der Zwischenzeit? Doch noch nicht. Okay. Was tue ich hier überhaupt? Gute Frage. Mutter. Lorne. Ja! Lorne. Nein, ich kann mich nicht immer nur auf Lorne und die alle anderen verlassen. Als Königin Alexandrias ist es meine Aufgabe, dieses Land zu beschützen. In der Zwischenzeit, jetzt aber wirklich. Suna, du bist doof. Nähert sich die Hildegard 2 langsam aber stetig Alexandria. Die Schiff macht aber nicht gerade den stabilsten Eindruck. Da kann man nichts machen, Sir. Und überhaupt ist es ein Wunder, dass diese Körper ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen seien. Und überhaupt ist es kein Wunder, sollten wir in diesem Körper ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein, Sir. Ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein, Sir? Was soll das denn genau heißen? Nun ja, wie es im Moment aussieht. Ja? Können wir vom Glück reden, wenn wir es bis dahin an der schaffen, Sir? Geht's noch? Leute, wir fliegen eigentlich in der fliegenden Schrottlaube. Lorne, ich glaube, mir ist ziemlich schlecht. Lorne, das Kommi ist seekrank oder luftkrank. Kommi. Hau dich in der Kajüte ein Weilchen aufs Ohr. In der Mitte des Schiffes spürst du das Schwanken nicht so sehr. Gute Idee, Sir. Okay, verstanden. Sui hat ja mal seine weiche Seite gezeigt. Hä? Eiko leuchtet. Raika. Ich bin noch die alten Namen. Raika? Was gibt's? Hat sich gerade etwas was geleuchtet? Hä? Leucht. Wow! Was war das denn jetzt? Suna? Suna, was ist mit Suna? Ich habe gerade ihre Stimme gehört. Wow, was ist denn jetzt los? Das kann gar nicht sein. Wie auch immer, dieses Luftschiff. Dieses Licht. Wir befinden uns nämlich gerade jetzt so... Ist das einfach ein heiliges Tribunal? Heiliges Tribunal? Heiliges Tribunal, Leute. Und, Raika? Hey, pass auf, das geht's noch über Bord. Die Esther werden gerufen. Ich höre... Die Alexander, das heilige Tribunal, Leute. What the? Raika macht den Selbstmord.
Hat sie nicht gerade Alexander gesagt, Leute? Was hat das zu bedeuten? Was ist das Heilige Tribunal? Und warum begeht sie jetzt in den Selbstmord? Das kann doch nicht sein. Na sowas. Wir befanden uns wirklich direkt über Alexander und Sandria und ja, Leute. Eiko, Sraika und Suna treffen jetzt so aufeinander. Und der Gesichtsausdruck von Suna ist da ein bisschen komisch. Von Raika auch ein bisschen. Oh, dieser Mond, sein Hintergrund ist so geil. Oh, die Szenerie war gerade ziemlich cool, wie ich privat finde jedenfalls. Und nun stehen sich die beiden gegenüber. Raika, was machst du hier? Ich war auf dem Schiff, aber danach, aber dann dachte ich, deine Stimme zu hören und dann... So ist das also. Auch ich glaubte, eine Präsenz zu spüren und danach wurde mein Körper von diesem Licht umhüllt. Dieses Licht, um genau zu sein. Die vier Schatzkristalle sind... Ja, genau, dieses Licht. Leute, alle Esper sind versammelt und die vier Schatzkristalle sind auch dabei. Suna, dieses Licht ist das Licht unseres Schicksals. Das Licht des Schicksals aller Esper. Das Licht unseres Schicksals? Genau, das Licht unseres Schicksals. Dieses Licht war es in der... den vier Schatzkristallen eingeschlossen. Taucht dieses Licht und ein Esper herum auf. Dann wird er von einer der heiligen Bestia gerufen. Suna, wir müssen unsere Rolle als Esper gerecht werden. Aber ich weiß nicht, was soll ich tun? Keine Bange, mach einfach, was Raika dir sagt. Okay. Vor allem, dass Raika das alles weiß. Gut, sie ist der Espa. Erstmal die Hände heben. Gut, Raika ist der Espa und sie ist bei den Espa ausgewachsen. Also das ist Suna, aber wow. So vielleicht? Genau, und jetzt spricht Raika nach. Heiliger Schätzgott unserer. Ja, heiliger Schätzgott unserer. Gut, geht doch. Das Licht hier erlösche und die Dunkelheit komme. Hey, diese Zeile gefällt mir sehr. Heiliger Schutzgott unser. Okay, diese Sphären da drumherum sehen schon ziemlich cool aus, Leute. Höre die Gebete deiner Diener. Sie beten, Leute. Sie beten zu einer der mächtigsten Esper, die es gibt. Und jetzt ist es nicht Bahamut, Leute. Nein, das ist die Beschwörungsformel für diese Esper. Darf ich vorstellen, der Schutzpatron Alexandrias und die mächtigste mächtigste Esper aller Zeiten, das Heiligtum in Person. Der Schutzgott aller. Darf ich vorstellen? Ja, gut. Erstmal versucht natürlich Bahamut das dagegen zu machen, ne? Aber nix da. Der Angriff breit ab und. Alexander erscheint. Die heilige Bestia. Die mächtigste Bestia, die es gibt. Und sie bläst zum Angriff, Leute! Müsst ihr mal gucken, solche Tausende von diesen Energiestrahlen lenken direkt auf Bahamut und verletzen anscheinend nur ihn. Bahamut aber weicht doch elegant aus, aber auch er kann diesem Schrapnellfeuer nicht entgehen. Wow. Und in einer Implosion vernichtet Alexander Bahamut und beschützt Alexandria und sein Volk. Ist das was oder was? Aber natürlich hat Kuja genau damit gerechnet. Wie wunderschön. Wirklich wunderschön. Das ist also die legendäre Bestie Alexander. Du wirst mit deinen leuchtenden Schwingen das Schloss einschützen? So ist es brav. Auf dich habe ich gewartet, Alexander. Du, der sogar noch größere Macht als Bahamut besitzt. Mit meiner magischen Kalesche werde ich dich willkommen heißen. Erscheine, Invincible, und hole mir Alexander. Und Kuja ruft erneut das rote Auge von Himmel herauf, die ihr jetzt sehen könnt, und direkt über Alexander. Aber er nannte dieses Auge Invincible. Leute, ja, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon gesehen, dass das Auge diesmal ein bisschen anders aussah als sonst. Woran mag das liegen? Ganz einfach. Das rote Auge ist kein Lebewesen oder so. Nein, 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 nein. Das ist was ganz anderes. Aber erst einmal darf ich euch jemand Neues vorstellen. Du Schein. Nee, wie kann ich dir am besten sprechen?
Da muss man kurz nachdenken, Leute. Ich weiß nicht. Du scheinst dir ein wenig so viel zugemutet zu haben, Koja. Wer ist das? Und woher kennt der Koja? Und wo vor allen Dingen ist er? Bis zu diesem Moment habe ich dir bezüglich Gaia freie Hand gelassen. Aber ich werde es nicht dulden, dass du den wahren Sinn deiner Existenz verleugnest. Ich werde dir zeigen, mit welch einer gigantischen Macht du es aufzunehmen versuchst. Und auch dir, Lorn. Lorn? Woher kennt er uns? Wer ist dieser Mann, dieser alte Mann in schwarzer Rüstung? Und vor allen Dingen, was macht er da jetzt gerade? Er scheint irgendwie Energie zu sammeln, scheint es so. Das rote Ding. Moment mal, Leute, anscheinend befindet er sich in diesem roten Auge, was Koja Invincible nannte. Was ist? Warum tust du nichts, Invincible? Oh, wie sieht Alexander, so wie er damals Bahamuts? Ausrufezeichen. Nicht doch etwa Garland? Unmöglich. Sollte er sich etwa selbst auf Gaia begeben haben? Es ist schier unmöglich. Hat er meine Pläne etwa vorausgeahnt? Aber warum dann die Invincible? Er wird doch nicht. Doch, Leute, er wird. So viel kann ich schon mal sagen. Die Vermutung von Koja wird jetzt wirklich wahrhaftig werden. Und so. Puh, das ist ja ganz schön knapp, Zirp. Knapp? Eigentlich wären wir beinahe draufgegangen, aber... Naja, wo er recht hat er recht. Wir wären ein Aha-Schiff zusammengestürzt. Aber nun ja, wir haben nun einmal kein anderes Schiff zur Verfügung, Zirp. Das stimmt. Und das ist was anderes fliegen tut, Kramomelk. Was habt ihr denn alle? Gut, das Schiff ist lieber, aber wenigstens haben wir es bis nach Alexandria geschafft. Du sagst das, Zirp. Aber ich... Ich steig nie mehr auf so ein Ding. Tut mir leid, Kommi. Sir. Aber egal, darum geht's hier gerade nicht. Oh, ich habe eine Mitteilung zu machen. Einer von der Pluto-Truppe? Jupp, wer ist das? Hagen, wissen die Herrschaften vielleicht, wo Königin Garland ist? Keine Ahnung, wir suchen die ja auch. Ach so, das ist aber auch zu blöd. Ja, wie auch immer. Da wollen wir doch mal so nochmal suchen gehen. Also, und Reika auch, nicht wahr? Ist doch klar, Kommi. Logisch. So, Leute, und hier mache ich einmal kurz einen Schnitt. So, und nach diesem kleinen Cut geht's auch jetzt weiter. Wir müssen natürlich jetzt auch schnell zu Suna, denn ich hatte, wie ihr euch erinnern könnt, ist sie jetzt oben bei Alexander, zusammen mit Aiko. Und natürlich wollen wir erstmal zu Suna hin, machen natürlich Sorgen um Reika machen. Lustigerweise aber, ja, eigentlich können wir jetzt gleich nach oben, weil die Wege doch versperrt sind durch die Ritterrüstung. Na, Arschlecken, die Wege sind wieder frei. Also können wir jetzt nach oben stolzieren zu der magischen Plattform, wo Alexander steht. Oder? Oder? Ja, können wir. Wow. Was ist das? Unglaublich, so eine Vorrichtung geschlossen ist. Alexander zu finden. Nun, Suna und Reika sind also da oben. Mit Sicherheit, Zirp. Du bist die Silber, ein Zirp. Wow. Was soll das werden, Zirp? Von hier gehe ich alleine weiter. Geht ihr die anderen Leute retten? Lorn? Aber ich möchte Suna und Reika auch helfen. Moment, kann man nichts anderes, an Suna denken. An nichts anderes als Suna. In diesem Zustand bin ich blind für alles andere. Das macht mich nicht gerade zu einem verlässlichen Kampfwerten. Wirklich tolle Rede, Lorn. Das ist ja fast ein schlechtes Theaterstück hier. Aber auch so ein schlechtes Theaterstück braucht seinen Helden. Salve. Sui hat Verständnis sogar. Genau diese Einstellung mag ich an dir, mein Bester. Auf den einen anderen Menschen aufzupassen, das ist keine leichte Sache, Lorn. Ich weiß das, China. Hörst du, Kommi? Den Rest überlassen wir Lorn. Hä? Aber ich... Wie war das auf dich, Zirp? Kommi steht gerade so ein bisschen da wie bestellt und nicht abgeholt. Kommi, bitte versteh doch.
Braucht es einen Grund, jemanden zu retten? Braucht es einen Grund, um zu leben? Braucht es wirklich einen Grund? Moment, handle ich nach meinen Gefühlen. Norn, ich glaube, ich verstehe dich. Bitte hilfst du Norn Reika. Und alle haben Verständnis dafür. Das sind doch mal wahre Kameraden, Leute. Und Leute, nun retten wir Suna und Reika. Juhu! Hoppala! Was ist jetzt los? Da kann es keine einfache Rettungsaktion wird, oder? Was ist das gerade für Beben? Los, weiterlaufen! Weiterlaufen! Lauf doch! Nein! Was passiert jetzt, Leute? Nun, Leute, seht ihr jetzt das rote Auge? Das ist ein Flugschiff! Und was passiert jetzt? Die hellen Federn von... Was passiert da mit Alexander? Oh mein Gott! Er wird verletzt! Seine Flügel verbrennen! Und was passiert da mit dem Kristall? Oh oh! Oh oh! Was passiert da jetzt? Energie so direkt aus Suna, was ist da los? Und... Ach! Oh mein Gott! Der Schatzkristall... Oh mein Gott, was ist da passiert? Der Schatzkristall in Sunas Hals ist explodiert. Und der Kristall in der Burg Alexandrias hat sich in den Kopf von Alexander reingebohrt. Die Plattform zerbricht. Alles geht den Bach runter. Und dann kaufen wir natürlich auf als Retter in letzter Sekunde. Okay, anscheinend ist der Kristall doch nicht explodiert, aber jetzt haben wir ein kleines Problem. Plattform weg. Und wir hängen an eine... Ach, wir hängen an einen der Banner. Zum Glück Reika ebenfalls. Schwein gehabt. Da haben wir doch mal Glück gehabt. Anders als Alexander allerdings. Was zur Hölle? Was hat dieser Garland da gemacht? Suna, es tut mir leid. Ich war ein Dummkopf. Na? Sie schüttelt den Kopf, okay? Lon! Haben wir was Schlimmes getan? Nein. Na, holla. Ihr habt nur versucht, die Stadt zu retten. Hallo? Wir reden später über alles. Erstmal sollten Sie es in Sicherheit bringen. Und das, liebe Leute, war das Ende von Alexander. Oder? Was passiert jetzt noch? Oh! In einer gigantischen Explosion wird Alexander vernichtet. Und damit ein Großteil von Alexandria. Viele Seelen sind zu den Sternen zurückgekehrt. Aber über tausende von Jahren währende Reise. Aber in unserer tausende von Jahren währenden Reise ist dies nur ein unbedeutendes Detail. Der Kreislauf der Seelen Gaias wird schon bald nicht mehr ihr eigener sein. Doch ist die Zeit noch nicht gekommen. Noch kann der Kreislauf nicht übernommen werden. Du wirst auch einiges mit erledigen müssen. Du klammerst dich an deine begrenzte Zeit an Gaia. Da war es wohl dein Schicksal, Kuja. So wie es meins ist, ihn wiederzutreffen. Dessen Schicksal ist, dich zu ersetzen. Was hat das zu bedeuten, Leute? Was ist genau vorgefallen? Was ist überhaupt geschehen? Viele neue Fragen sind nun aufgekommen. Aber zunächst begeben wir uns zurück nach dieser Tortur zurück nach Lindblum. Wie ihr sehen könnt, gehen die Wiederaufarbeiten der Stadt recht zügig voran, der Großherzog. Ja, und alle Ingenieure aus dem Industriegebiet, die Katastrophe überlebt haben, kommen nach und nach zu mich und bewerben sich in Bauhelder 3. Auf das Volk von Lindblum ist eben verlassen, Sir. Allein an euch glauben, eure Exzellenz. Und weil sie stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Oh ja, das ist mal ein tolles Volk, oder? Solange das Volk etwas hat, auf das es sich vertrauen kann, jetzt gibt es keine Katastrophe der Welt so schnell ins Knie zwingen. Wahre Worte! Vertrauen? Das sind doch noch Bark! Ja, Leute, Bark meldet sich mal wieder mit seiner typischen Metapher.
Tara, Großherz! Hilfe! Tara, Großherzog! Und wie sieht's aus? Schlimm! Ach was, schlimm ist doch kein Ausdruck, Zirr! Reif für die Müllhalde, sie. So sieht's aus, Zirr! Ich glaube, das meinten sie nicht. So schlimm also! Ja, am besten sage ich gleich hoffnungslos, Zirr! Nummer 3 neu zu bauen wird wohl schneller gehen, als versuchen, Nummer 2 zu reparieren, Zirr! Verstehe! Aber eigentlich meint sich ja die Sache mit Lorne. Lorne? Den geht's aber gut, Sir. Ich denke, er müsste eigentlich in die Susi kommen, Sir. Lanky, geh doch mal ins Schloss und schau nach, wie es ihm so geht, ja? Ach ja, sollte er tatsächlich schon auf den Beinen sein, kannst du ihn bitte ausrichten, in mein Gemach zu, mich in mein Gemach zu treffen? Was soll's, wenn ich schon mal dabei bin? Sag mal so. Ja, Leute, wir befinden uns wieder in Lindblum und nach diesem unglaublichen Wechselbad der Ereignisse pennen wir erstmal eine Runde im Schloss von Lindblum. Suna, Raika, wie komme ich hierher? Tja, anscheinend wurden wir aufgegabelt. Und hier, die Truhen, ja, Truhen sind schön. Egoistenreif. Du bist voll der Egoist, ey. Mann. Echt jetzt mal. So Leute, da vorne sehen wir auch Mogri. Und das ist natürlich auch jetzt die perfekte Schnittstelle, wie ich privat finde. Noch XC gehalten. Und ja, liebe Leute, an dieser Stelle werden wir das nächste Mal weitermachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!